Sonic Lost World 3DS Part 8. Hey Leute, na, willkommen zurück. Mit dem Silent Forest Act 3 gucken wir jetzt mal, was hier los ist. Ein 2D-Level. Bei Nacht? Alter, da waren viele Extra-Leben. Ich muss erstmal gucken, was hier verlangt ist. Der Soundtrack aus der Hölle. Woran erinnert mich das? Erfasst dich die Presse, verlierst du ein Leben, also geh vorsichtig daran vorbei. Aha. Ich bin erstmal losgelaufen und gesprungen, bevor ich gesehen habe, was eigentlich gemeint ist. Heute, liebe Leute, bin ich sehr gespannt, ob wir das Let's Play abbrechen müssen. Wegen des Bosskampfes, der mit Bewegungssteuerung funktioniert. Ja. Ich möchte noch mal zusammenfassen. No front, ne? No front. Aber der Twitch-Chat hat mir ja gesagt, dass, okay, ich suche mir mal einen anderen Weg. Ich bin so ein bisschen Banane. Twitch-Chat hat mir ja gesagt, ich kann das ja durchspielen ohne Bewegungssteuerung. Als ich das mal angesprochen hatte, dass ich doch Bewegungssteuerung brauche, hieß es, ja, aber Markus, du kannst doch einfach einen PS5 oder einen Switch Pro Controller anschließen. Das funktioniert auch für deine Zwecke. Da war ich erleichtert. Und habe eben versucht, meinen Switch Pro Controller anzuschließen. Und auch meinen PS5 Controller. Ich will jetzt nicht sagen, ne, lieber Twitch-Chat. Aber. Gut. Ich spiele jetzt natürlich wie immer mit meinem Xbox Series Controller, weil alles andere wird nicht erkannt. Gibt vielleicht sogar wirklich Wege und Mittel. Aber nicht auf die einfache Variante und wahrscheinlich gar nicht mit dem Programm, das ich nutze. Deswegen. Ah, schon wieder ein bisschen bitter. Ne? Ein bisschen bitter. Aber heute wird sich alles entscheiden. Und wenn ich heute am Ende des Parts zufrieden rausgehe, dann ist mir auch alles egal. Wenn ich ehrlich bin. Wenn das alles klappt, dann hält uns nichts mehr auf. Ich habe sogar noch ein paar interessante Level. Hier kann nicht viel schief gehen, habe ich das Gefühl. Oh, hey. Aber wenn ich ihn nicht sehen kann, dürft ihr auch keinen Blödsinn mit diesen Dampfwalzen treiben. Aha. Kriegen wir hin. Na klar. Ups. Hier ist wieder ein Checkpoint. Und überall sind auch Wisps, Alter. Da würden sich die Spike-Wisps ganz gut machen hier in der Gegend, oder? Dann nehme ich alles an. Spike! Frenzy! Wenn jetzt der Rest nicht kam, frage ich jetzt auch nicht, aber. Oh ja. Dann ist das so. Ja. Man muss kaum was machen, also es läuft schon. Relativ idiotensicher hier. Wovon ich tue schon zum zweiten Mal. Weil ich einfach springe vor Sorge, weil ich nicht genau sehe, was da los ist. Quasi den Looping skippen und es funktioniert. Ne? Besser, als wenn ich da in den Abgrund geraten würde, deswegen. Okay. Ja. Ja. Ich will es nicht sagen, ne? Aber so vom Schwierigkeitsgrad. Kaum zu vergleichen mit den meisten anderen Leveln zuvor. Das verwundert mich. Ich finde, wir hatten auch schon schwerere 2D-Level. Oh, das war dumm. Oh ja. Oh ja. Stimmt er mir zu. Hier gibt es ja auch noch so viele Wege darunter, ne? Typisch Sonic. Wenn du runterfällst, fällst du erstmal auf die untere Ebene, aber fall nicht von der unteren Ebene runter. Das sei dir wohl geraten. Ja, eigentlich sollte man hier auch auf die schrecklichen 6 treffen, ne? Gegen Ende der Level.
Deswegen hat er die Sina, die Olle im in der Schneewelt, gesagt, das letzte Mal hast du mir wehgetan. Auch hier habe ich das Gefühl, mich zu entsinnen. Oh, okay, ich entsinne mich auch ein bisschen. Stealth-Passagen, Leute. Beim Igel. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger als vorher. Vielleicht nicht mehr ganz kopflos durch die Gegend spazieren. Oder nur noch halb kopflos. Ja, dann muss ich halt. Geht das? Nee. Gut, aber der wirklich. Der hat wirklich keinen guten Radius. Der hat was an den Augen. Sehr beschränkte Sicht. Der guckt gar nicht, ist in Ordnung. Ich hab Zeit. Der guckt gleich. Ja. Da ist es passiert. Und was geschieht dann? Hindernisse. Ist ja sagenhaft. Da krieg ich's mit der Angst. Ist das so gedacht? Nee, ne? Ah ja. Aber es kann mir auch helfen. Danke. Sehr freundlich von dir. Wow, ist knapp. Knappikowski, aber ich enjoy den Level so ein bisschen. Haltet mich für verrückt, ne? Aber. Verrückt, ja. Komm. Checkt. Marc Stachel sieht das genauso. Was für eine Zeit leben wir, ne? Mit Ugly Sonic von Marc Stachel. Generell sind es wilde Sonic-Zeiten. Werden echt ein paar leere Jahre zuletzt. Oh yeah. Aber jetzt kommt der Igel in Fahrt, sag ich euch. Aber wenn ich für mich die Kinofilme so ein bisschen ausklammere. Großen Games kommen. Schade. Nicht ohne Lebensverlust. No Death Challenge gescheitert. Ja, das hätte ich jetzt hier machen sollen. Das ist, glaube ich, so gedacht, dass du da nichts machen kannst, oder? Erzähl mir nichts. Aha. Oder der untere Weg hier wäre ein roter Ring gewesen? Nee, das ist gar nichts. Vielleicht bin ich doch nicht so vorsichtig mit diesen Bewegungsmeldern. Weil es scheint mir egal zu sein, wenn die mich erwischen. Im Gegenteil, es hat mir bisher nur Vorteile gebracht. Wenn es wahrscheinlich nicht die Intention war. Okay, hier ist ein bisschen blöd, ich gebe es zu. Ich weiß nicht, ob die Orte halt random sind. Anscheinend, ne? Da wollte ich jetzt quasi runterfallen. Also ab einem gewissen Punkt wollte ich da einfach runterfallen. Ja, das ist ja kaum zu ändern hier. Seinen Forest. Ja, aber guck, das ist auch wieder exakt an der Stelle. Ist auch wieder an derselben Stelle. Ne, die helfen, also. Muss aber mit mehr Karacho ran. Warte. Er hat mich hier oben gefunden und jetzt. Jetzt sucht er da unten. Ah, ich weiß nicht. Werd nicht schlau, ich bin verwirrt. Ja, das soll im Endeffekt. Aus mir zu helfen. Ja, guckt euch's an. Ja, Durchschnitt.
Auch wenn es Mark Stachel anders sieht, ich bin zufrieden. Aber ich glaube, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Also, let's go. Mal sehen. Und nun, Sonic, werden wir... Wieso ist der nicht blau? Ihr unfähigen Trottel, nicht mal die simpelsten Aufgaben bekommt ihr fertig. Na schön, wir können einen Vorteil daraus ziehen. Irgendwer hat hier absoluten Mist gebaut. Wir haben Sonic gar nicht. Wer sagt das? Ja, kommen wir zum spannenden Teil des Abends, ne? Kommen wir zum spannenden Teil des Abends. Wie wird die... Na ja, gut, wir gehen erstmal in die nächste Zwischensequenz und dann fragen wir uns, wie wird die Steuerung funktionieren. Seht euch den Angeber an. Oh, ich bin der Schnellste. Oh, mir wird schlecht. Seid ihn ein bisschen zurechtzustützen. Silent Forest Boss. Das dann ist Zoa. So aus ein bisschen. Nennen wir es nachdenklich. Das Einzige, was mir Freude macht, ist meine miese Petrigkeit. Na, oder sagen wir es so: miese Petrigkeit. Spring auf die Kanone, um nach Zoa zu suchen und anzugreifen. Bewege deine Nintendo 3DS, um den versteckten Zoa zu finden. So wird gespielt. Bewege das System nach oben, unten, links und rechts, um Zoa zu finden und greife mit A oder B an, aber achte auf Betrüger. Diese Steuerung nutzt den Gyrosensor. Daher solltest du den 3D-Tiefenregler nach unten schieben. Funktioniert der 3DS nicht richtig, leg ihn hin. Halte den 3DS fest und sichere den Bildschirm. Pass beim Bewegen auf, dass du keinen stößt. Mach mal ein Safe State hier. Ich mach mal ein Safe State. Instant. So. Lag, 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 lag. Na, also wie die Special Stage. Oder? Wie erwartet. Aber ich bin. Ich wäre, als ob ich euer Magus wäre, wenn ich. Ich hab doch Ideen, ne? Hoffentlich funktionieren die. Ich kann Bewegungssteuerung, Empfindlichkeit hoch oder runter? Ja, runter, ne? Ich glaube, jetzt geht es halbwegs. Ist das der echte? Ich denke. Jawohl. Also, wie zum Mitschreiben, ich hätte es natürlich anders let's played, wenn ich das gewusst hätte. Aber mir wurde halt versichert, dass es nicht nötig ist. Naja, wir haben ja mega Mittel gefunden, deswegen SpongeBob das drüber. Das Einzige, was mir Freude macht, ist meine miese Petrigkeit. Es geht also... Ich würde aber trotzdem hier nochmal... Oder? Wir haben ja genug Zeit. Kann die anvisieren, ist halt sehr überempfindlich. So soll das bestimmt nicht sein. Das ist ein Fake. Zum nächsten rüber. Na, leider... Das diesmal nicht so gut. Ich freue mich schon auf meinen Rang. Eben hat es doch ganz gut funktioniert. Ich glaube, das war er, oder? Warum bleibt sie nicht anvisiert, verdammte Axt? Fake. Echt, oder? Ah, es war auch ein Fake. Na gut. Dies ist der Anfang vom Ende. Er hat aber über die Hälfte seiner Energie verloren, sich auf dem unteren Bildschirm. Das Einzige, was mir Freude macht, ist meine miese Petrigkeit. Also an für sich sind diese Bosskämpfe überhaupt nichts. Fake. Also auch die Sina war ja überhaupt keine Herausforderung. Wenn man erstmal weiß, wie es geht. Und auch hier ist nur die Technik ein Ding. Fake.
komme nicht hoch. Ich würde sagen, er taucht jetzt gar nicht mehr auf, aber wir hatten ihn ja eben auch. Dies ist der Anfang vom Ende. Ja. Das Einzige, was mir Freude macht, ist meine miese Petrigkeit. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht paradox, was er sagt? Aber... da ist er. Ab ihn! So, jetzt, ne, aus dem richtigen Winkel und dann keine Gnade. Darf jetzt ganz viel Miesepetrig sein. Am Ende gewinnt nur der Sensenmann. Stirbt der Sensenmann nicht auch irgendwann vielleicht? Ja, grausam, aber Erleichterung. Durchschnitt. Nicht mal Rang D, Alter. Wie kann das jemand noch schlechter hinkriegen? Ja, gut. Gut, Leute, gut. Ich bin peinlich berührt, aber glücklich. Jetzt geht irgendwie die Taste. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt gibt alles auf. Gut, jetzt haben wir es wieder. Mann. Was? Keine Zwischensequenz? Boah, ich kann jetzt nicht ein neues Level anfangen, ne? Skyroad. Moment mal, was, die Skyroad? Kommt, Leute. Warum kommt jetzt nicht die Lava-Welt? Wenn wir deinen Freund nicht finden, kann ich dann dein Gefährte sein? Was? Sei still. Was ist denn das für eine Frage? Naja, ich meine ja nur. Ich würde lieber für dich arbeiten als für Dr. Eggman. Hallo? Ich kann dich hören, falls du das nicht weißt. Oh, Bot, so ein Patzer wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde Tails retten. Siehst du? Und genau deshalb will ich dein Gefährte sein. Tails hat es so gut. Also, unmöglich. Ich bin hier. Ich höre immer noch mit. Wunderbar. Ah, das wird ein Fehler gewesen sein, noch ein Level anzufangen, wa? Ja. Aber ich wundere mich, Skyroad, das war eine kurze Level auf der... Oder ist das überhaupt das? Diese Special Stage? Was ist denn das hier? Und die Musik ist auch irgendwie ganz Banane. Hä? Ist das jetzt die Welt, wo es am Ende Sevok gibt? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann ist es einfach nur weitere Level. Ich habe hier einen Wisp. Alter, der Laser-Wisp. Oh, das ist ganz schön geleckt. Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Noch ein 2D-Level. Ja, das können wir ja eigentlich hinkriegen. Wenn wir heute zwei 2D-Level haben und den Bosskampf. Ja, vielleicht legitimiert das ja. Dann, ich meine, es hat auch ein bisschen was von Casino Night. Es gab so ein Himmel-Level in Sonic Lost World Wii U, aber das war diese Special Stage. Diese Extra-Welt am Ende, ne, nach der Story. Das war... mit diesem Flausche-Pac-Man. Ein Tornado-Level. Also mit Tornado ist das Flugzeug, der Doppeldecker von Tails, oder eigentlich gehört es ja Sonic, aber Scrap Brain Zone-Elemente auch dabei. Wunderbar, warum nicht? Aha. Ja, Freunde, ist ja nichts mehr übrig vom Himmel. Wir sind jetzt absolut in der Casino Night Zone. Die Melodie klingt doch ein bisschen wie Familie Feuerstein. Das ist ein Bingo. Hä, was ist das? Was soll das? Kann ich hier überhaupt weiter? Yeah.
Also ich bin heute maximal verwirrt, ne? Es ist aber auch nicht mein Lieblings-Let's Play und nicht mein Lieblingsspiel, also... 3DS-Version finde ich gar nicht so geil. Hat er nicht gesagt, das ist doch, was du uns verkaufen willst. Das willst du doch, dass wir das angucken. Ja, ja. Geteiltes Leid. Jetzt muss ich jedes... Achso, okay. Ich dachte, ich muss alle umdrehen, aber nur genug. Für ein Bingo! Nee. Dann drehe ich noch mehr um. Dann können wir oben lang. Wenn wir es können. Einen roten Ring mir verdient. Oh, ich komme nicht so hoch. Übrigens, ich mag auch keinen Sonic Spinball. Weil ich mir nicht sicher bin, in welchem Teil die Steuer... Ich habe einen Laserwisp, Freunde. Den werde ich gleich nutzen, wenn ich wieder eine... Obwohl, den will ich auch nicht. Beruhig dich. Okay, hab's so geschafft. Wenn hier noch häufiger kommen, dann ist was los! Keinen sicheren Boden unter den Füßen. Auch ein paar Elemente aus Sonic Heroes. Ich finde, diese Würfel da. Nee, das erinnert mich an Sonic 4. Und Leute, ich mag Sonic 4. Episode 2 vor allen Dingen. Ich mag das gar nicht, wenn Leute Sonic 4, sag ich mal, so schlecht reden. Klar, ist weit von perfekt weg. Aber hat trotzdem eine coole Atmo. Diese Welt hat überhaupt nichts mit der Story oder so zu tun. Das ist total Banane gerade. Einfach eingebaut. Einfach dabei. Ich meine, mehr Content ist jetzt nicht schlecht, so, aber... Ich bin halt doch irritiert. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob die Zwischensequenzen überhaupt in der richtigen Reihenfolge sind, wenn hier eine andere Welt dazwischen ist. Ist hier die Zwischensequenz eben mit... ...dass Q-Bot Sonic beitreten möchte? Ne, obwohl, es musste... Ja, nee, im Silent Forest... War ja die Entführung. Das ist halt so... So crazy! Ich meine, es ist eine gute Sache, dass ich mal den 3DS-Teil gespielt habe. Ich bin jetzt ein bisschen gebildeter in Sonic-Kunde. Alles versucht. Ich bin ein bisschen informierter als vorher. Ich weiß ein bisschen mehr Bescheid. Über den Tellerrand hinausguckend, ja. Das Spiel bietet tatsächlich mehr, als ich dachte. Ich dachte, es wäre noch weniger. Und noch schlechter. Damals war der Ruf von Sonic Lost World 3D ist auch richtig mies. So mies ist er dann auch nicht. Das war halt wirklich so, Sonic Lost World Wii U ist 80er Titel und 3DS ist ein 50er Titel. Von den Wertungen, meine Freunde. So ist es dann auch nicht. Nur so ein bisschen noch hätten gefeilt an so ein paar Sachen. Einfach so Spielspaß fördern. So Ideen und so waren ja da und dabei, aber... Check the point und weiter geht's über die Hälfte des Levels. Ja, da haben wir wieder die Problematik, ne? Weil der Part schon so lang ist, stresse ich mich jetzt auch wieder. Ne? Ich bin halt dumm. Ist man auch froh, wenn man durchkommt hier, ne?
Ich glaube, das heißt halt wie dieses Special World. Nur man hat diesen Übergang gesehen. Das war halt auch super weird, dass es so wie eine Himmelswelt anfängt. Du weißt, was ich meine, wenn ich sage Himmelswelt, ja? Und dann geht's halt so ab. Rambazamba. Muss ich ganz schön anstrengen. Immer wieder mit doppelt und dreifach boosten, ne? An den Wänden. Das mag ich zum Beispiel nicht. Ja, aber da kann man nichts machen, ne? Das ist halt... Das ist halt jetzt. Dann komme ich jetzt nicht mehr... mach das nicht mit diesen Flippern hier. Mach das. Was rührt denn das? Leichtes Déjà-vu, ne? Fast auch genauso aufgegangen. Vielleicht zurückgegangen machen. Vielleicht geht's diesmal hier weiter. Wuhu! Immer noch ein Laser-Wisp übrigens in der Tasche. Ich glaube, die Chance, den der vorgesehenen Stelle zu benutzen, die auch schon lange verwirkt. Na komm. Ja, da bin ich ja übelst gespannt. Übelst gespannt, was sich damit noch ereignen wird in den nächsten Leveln hier in Sky. Wie heißt das Level? Wie auch immer das Level heißt. Welt meine ich. Ja. Kann ich alles haben. Es ist aber auch anspruchsvoll geworden. Ne? Wir sind ja weit im Spiel, wenn du so willst. Also einfach mit einer Mittendrin-Welt. Aber man hat ja auch schon gesehen, dass es mehr Welten sind. Ne? Das hat mich ja ohnehin irritiert. Oh, ich habe den Wisp verloren mit dem Lebensverlust. Das ist natürlich auch spannend. Jetzt habe ich den Chip. Mach es nicht. Das verwirrt mich mehr, als wenn du da... Ja, danke. Bleib das jetzt weg. Hervorragend. Ich bin dauerhaft leichter irgendwie. Das macht's doch nicht angenehmer. Oh! Er fällt nicht so schnell. Ich habe nicht um die Hilfe gebeten, Mann! So? Nein! Die Stelle, die wir gerade hatten, ist dieses langsam Fallen vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich nicht so schnell auf den Touchscreen komme. Das war ziemlich früh. Jetzt, den oberen habe ich nicht berührt. Das ist irgendwie... Mein innerer Monk beschwert sich gerade. Nicht nur der Monk! Ja, komm. Das ist doch... So ein Ding. Das ist so ein Ding. Ja, genau, du brauchst sie auch noch von hier, ne? Du willst ja nicht nur dran vorbei. Oh ja. Wow, da ist eine Menge.
Eine Menge Ringe. What a nice feel. Gab aber mal eine Stage, die hieß Bingo Highway. Also Sonic und Bingo spielen, das haben wir nicht zum ersten Mal. So, jetzt aber auch gut, ne? Oh. Okay. Durchschnitt. Ich hoffe, ihr habt den Part genossen mit zwei Leveln und einem komischen Boss. Speziallevel machen wir trotzdem nicht. Aber vielleicht gibt es eine Zwischensequenz. Zum Glück nicht, denn der Part ist lang genug. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder und gucken uns die weiteren Level von Skyroad an. Ja, Skyroad war auch der Name. Auf der Wii U-Version, aber das sah halt nicht aus wie Casino Night. Daumen her, dann gibt's mehr. Bis dann und ciao.